super, super, dass ich jetzt diese Chance habe, dass ich den Kader mache, also dass ich auch unter Vertrag bin, dass ich jetzt dann bis zum Camp trainieren kann, dort und alles weiter habe und dann erst im Juli mich um meinen Kaderplatz kämpfen kann. Da, ich habe auch gute Chancen, sehr gute Chancen damit. Das freut mich auch sehr, weil die Defense, die sie dort laufen, ist perfekt mit der Defense, die ich jetzt 5 Jahre in Stanford gelaufen habe. Also ist das der perfekte Fit für mich und fühlt sich super an. Natürlich bin ich ein bisschen nervös, aber ich werde das schon schaukeln, vor allem mit wie ich das in die letzten Jahre immer schon gemacht habe. Man kennt es ja aus dem Fernsehen, aus den Filmen und auch aus dem, was die NFL zeigt. Im Draft ist es so, da warten die Leute sozusagen auf einen Anruf und flippen dann komplett aus, wenn sie ihn bekommen. Du hast ja ein bisschen länger warten müssen, aber der Anruf ist dann gekommen. Kannst du die Situation vielleicht kurz schildern? Also interessanterweise habe ich den Anruf, dass die Bears mir ein Offer gemacht haben, schon während der 6. Runde bekommen. Also habe ich schon gewusst, bevor der Draft überhaupt vorbei war. Es war einfach, man kriegt mal die Bears rufen, also die Bears und andere Teams haben angerufen und gefragt, gesagt, okay, das ist unser Offer, hier so viel, das ist der Signing Bonus und das ist der garantiert das garantierte Geld, das wir mit Teil des Minimum Salaries ist und so weiter. Und das, ja, das, da rufen sie den Agent an, geben sie dem das Offer und der Agent redet mit mir natürlich. Aber der Agent ist der, der das annimmt, aber er redet mit mir natürlich drüber. Okay, und sag, hattest du in der Vorbereitung mit mehreren Teams Kontakt? Also wusstest du jetzt abgesehen vom Pro Day, hattest du da relative oder mehrere Interviews mit Teams und hattest du da auch eine Frage, die halt eben etwas seltsam war für dich? Ich hatte schon viel Kontakt mit Teams. Es ist halt immer, die meisten Teams wissen alles über dich schon. Das ist ja die Sache. Die ganzen Interviews und so weiter, die passieren eher, die sind eher über Charakterfragen. Und die wollen schauen, ob du doch die Wahrheit erzählst. Weil alles wisst, die wissen schon mehr oder weniger alles um dich. Anscheinend haben Teams nicht schon seit dem Freshman Year, wenn du dir denkst, die sind nicht hier für mich. Die schreiben sich alles über jeden auf, der irgendwie nach irgendwas ausschaut. Crazy. Der Große da, Freshman, okay. Notizen, Notizen, sind über 5 Jahre und keine Fragen stellen sie über mich, weil sie schon alles wissen. Und es ist dann eher so, da reden sie, rufen sie dich an, machen, stellen sicher, dass die Draft-Information alles gut ist, wie es mir geht und so weiter, einfach ein bisschen hier, ja, aber die Fragen, die Zeit von den komischen Fragen ist anscheinend vorbei. Es gibt jetzt Regeln darum und da können Sie bestimmte Fragen gar nicht fragen. Sie können zum Beispiel können nur fragen, ob ich eine Freundin habe, nachdem ich gesagt habe, dass ich eine Freundin habe. Sonst können Sie das nicht einmal fragen. Es sind so viele Regeln rundherum. Das ist jetzt, es ist gut für den Spieler, aber halt das Lustige ist halt draußen, also solche komischen Fragen habe ich nicht mehr. Thomas, ich hätte noch eine Nachfrage. Ich glaube, von allem, was du jetzt gerade sagst, das finde ich, hört man extrem schon auch diese amerikanische Mentalität durch. Jetzt bist du seit 2013 drüben. Wie viel würdest du sagen, Amerikaner steckt denn schon in dir? Ich würde sagen, also ich habe diese Mentalität habe ich schon immer gehabt. Das ist, würde ich sagen, habe ich, dass mein, habe mein Cousin, mein alter Cousin, meinen älteren Bruder gehabt. Die waren, mein Bruder 2 Jahre älter als ich, mein Cousin 3 Jahre älter als ich. Das ist, und ich bin immer mit denen bin ich aufgewachsen. Also, okay, ich wollte immer besser werden und die sind 2 Jahre älter und so weiter, 3 Jahre älter als ich. Und so, dann habe ich immer sehr viel Competition gehabt. Also habe ich dieses vom Fight or Flight habe ich dann das Fight entwickelt. Und das ist einfach immer so gewesen. Also, okay, was ich hab das gemacht, was ich machen wollte. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Das war dasselbe. Also ich habe angefangen, Football zu spielen. Ich habe, okay, mein erstes Spiel cool, habe meinen ersten Tackle gehabt. Dann habe ich meine erste Saison gespielt, habe mich gut angestellt. Dann Nationalteam Camp. Habe gar nicht gewusst, was ich dort mache. Und dann auf einmal bin ich einberufen worden als 15-Jähriger
und dann einfach immer weiter aufgebaut habe, was ist das Nächste, was ist das Nächste. Also ich habe schon immer diese Mentalität gehabt und das war schon immer Teil von mir. Das ist von meiner Mutter, von meinem Vater und das ist in meiner Familie sehr, sehr stark, was wie einfach der Ehrgeiz ist sehr vorhanden. Thomas, Servus, deine Lehrer auf der kleinen Zeitung Graz. Zwei Fragen haben Kevin und Philipp schon vorweggenommen. Danke dafür. Aber dann meine Frage: Du kennst eben Sandro Platzkum und du kennst Bernhard Zeikowitz. Wie ist der Kontakt mit den Österreichern jetzt in den letzten Tagen gewesen? Sind da WhatsApp hin und her geschickt worden? Und wie ist der Kontakt auch im College gewesen? Es gibt ja einige Öster oder ein paar Österreicher im College auch oder in Highschool. Hat man da so eine Community oder ist man da selbst quasi abgeschirmt, schaut nur auf sich? Ich habe immer Kontakt mit allen, vor allem wenn wir Sachen auf Instagram teilen und so weiter. Habe ich sehr viel mit dem Psycho und mit dem Leo, habe ich sehr viel geredet. Während sie in ihrem Training waren, wollte ich alles wissen, was sie machen. Vielleicht kann ich ihnen helfen, etc. Und dasselbe mit Sandro. Mein Sandro ist bei den Giants und mein Freund Caden ist auch bei den Giants. Und da habe ich gesagt: Okay, pass auf ihn auf. Also mit dem habe ich, als ich 14, 15 Jahre alt war, habe ich mit dem gespielt. Also du musst den unter deinen Arm nehmen und sagen, ja, ist super, werde ich machen, ist ein super cooler Typ und so weiter. Also ja, da ist sehr viel Overlap, also und da versuche ich halt so viel Kontakt möglich zu haben. Als wir Colorado gespielt haben, habe ich mit dem Valentin sehen, haben wir ein Foto nachgemacht. Wir reden auch sehr oft, texten und so weiter. Also ja, also ich versuche immer so viel Kontakt mit den Leuten zu halten, mit denen ich dann halt sozusagen groß geworden bin im Football. Ich vielleicht kurz nachfragen darf. Ich habe gehört, du bist ein Vorzeigestudent auch gewesen am College. Wie kann man das vereinbaren, alles zum Football zu geben, aber auf der Uni noch auch die Leistung so zu bringen? Das muss ja noch umso härter sein für jemanden, oder? Es ist halt einfach irgendwie bei mir so inprogrammiert. Ich habe mich schlechter in der Schule getan in Österreich, weil es relativ zu leicht war. Und dann bin ich in die Prep School gegangen und dann war es schwer. Ich habe jetzt alles in Englisch und dann war okay, ich dann. Und auf einmal bin ich im ersten Semester, im ersten Halbjahr, habe ich mich, okay, was ist da los? Was ist da los mit mir? Und auf einmal danach habe ich dann nur Einser geschrieben und so weiter. Es ist einfach keiner bei mir. Ich möchte einfach das Beste machen in allem, was ich mache. Und es ist auch schwer, das ein bisschen abzustellen, weil manchmal, wenn ich jetzt bin ich in Football-Mode, jetzt muss ich wirklich abstellen, dass ich alles das Beste in der Schule machen will. Ich muss die Schule jetzt ein bisschen weniger priorisieren, weil ich eben Football ist das Wichtigste im Moment. Und das Problem ist, wenn ich jetzt alles zum Besten machen will, wie ich kann, ist das ein kleines Problem. Zum Beispiel in Stanford habe ich weniger geschlafen, habe ich einfach Schule gemacht, Football gemacht, Nickerchen im Tag, weniger in der Nacht geschlafen und so weiter. Und so habe ich zwei Bachelor und ein Master in 5 Jahren geschafft. Aber jetzt ist es okay, Schlaf ist sehr wichtig, Football und vielleicht, wenn ich Zeit habe, Schule. Also so ist das, weil Football ist jetzt für mich ein Beruf. Das ist jetzt, da kann ich nicht sagen, okay, ich muss jetzt wirklich diese Arbeit abgeben. Also nein, Football bezahlt für mich jetzt das Leben. Also musste ich das ein bisschen abschalten, aber generell habe ich es einfach in mir gehabt, dass ich das Beste machen will, was ich kann. Deswegen habe ich auch zwei Bachelor gemacht, weil ich einfach zu schnell war mit dem einen Bachelor. Also Thomas, ey, let's go! Hey, Weltklasse! Wir haben uns wirklich für dich so gefreut. Wir haben auch schon gemerkt in dem Gespräch, was wir vor Monaten mit dir gehabt haben, du bist so confident, du hast keinen Zweifel an deinem Können und dass du es schaffst. Jetzt frage ich mich, im ganzen Prozess, du hast immer gesagt, es ist dir wurscht, ob du gedraftet wirst oder ob du undraftet deine Chance kriegst. Du brauchst ein Team, das sich in dich verliebt. Du hast gemeint, du hast mit dem D-Line-Coach oder mit den Coaches von den Bears im Vorfeld Kontakt gehabt. Weißt du ganz genau, in was sie sich verliebt haben? Was genau der Aspekt war, wo sie gesagt haben, hey, das ist genau das, was uns gierig gemacht hat auf dich?
Ja, ich habe mit dem geredet und mein Agent hat auch mit dem geredet und der hat straight up gesagt, ich bin der Number One Guy für sie. Und das mit dem Draften, ne? Und nicht gedraftet werden, ist eher dann, okay, wie viele sind interessiert, wie viele sind. Und das ist, die Bears haben sich in mich verliebt und sie haben gewusst, dass sie mich billig bekommen. Also ungedraftet können. Weil ich dann, ich meine, ich bin ein spezieller Typ in Defensive Line, also 3-4. Das System ist genau das gleiche, wie wir in Stanford spielen. Mein Coach hat mit dem D-Line-Coach früher zusammengespielt. Sie sind vom selben Staat. Sie kennen sich schon lange. Und das System ist einfach, beides passt perfekt zusammen. Wir haben schon Jahre, haben wir Bears-Filme geschaut. Und wir haben jedes Jahr, also die Bears laufen dieselbe Defense wie wir. Und ja, es ist perfekt. Und da hat sich die Opportunity gegeben. Und ich sage, ich passe perfekt rein. Ich bin prototypisch. Ich bin groß, athletisch und lang. Und das ist das perfekt für dieses System. Und jetzt will ich halt der ganzen NFL beweisen, dass sie, wenn sie mich nicht unterschrieben haben, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Der Philipp Heißen hat es vorher eben schon angesprochen. Das ist eben so eine Tugend, die nicht österreichisch ist. Und das ist so genau wahrscheinlich das, was jedem vorher gefehlt hat. Glaubst du, dass für dich einfach als Europäer irgendwie schwieriger ist, dass du einen Schritt mehr machen musst, dass du ein Gewicht mehr stemmen musst, dass du ein Sack mehr machen musst im Trainingscamp als vielleicht ein Amerikaner oder so in dem oder ein gedrafteter Spieler? Ja, also ich bin immer der Meinung, dass ich schlechter bin als Spieler, weil ich eben aus Europa komme und dass mein Draft, mein Profile sagt immer inexperienced football player, like start playing in Europe. Da glaube ich immer schon, ich muss immer mehr machen und das hier ist die Sache, ich hab das Gefühl, dass ich physisch gesehen noch nicht einmal nah bin. Was ich tun kann. Also möchte ich das rausholen, so schnell wie, so stark, so gut wie ich das kann, so schnell wie möglich. Und deswegen hebe ich mehr Gewichte, deswegen durch mehr Conditioning, deswegen habe ich diese extremen Nutrition Plans und so weiter, dass ich eben alles rausholen kann, was in meinem Körper steckt. Und eben weil ich eben diesen Ehrgeiz habe als Europäer gegen Amerikaner, die jedes Mal, ich habe nicht mal gewusst, was Football ist, bis ich 13 war. Und in Amerika spielen die mit 8, 6, 6, 8 Jahren schon. Kannst du uns nur kurz so den Weg skizzieren, was jetzt das nächste ist, was auf dich zukommt? Wann geht es nach Chicago oder wie jetzt so die nächsten Wochen ausschauen? Am 12. Mai gehe ich, fliege nach Chicago. Und ja, so am 12. Mai fliege ich nach Chicago. Und von dort ist dann Minicamp 2 Tage. Das ist dann eher so Playbook lernen, wie alles funktioniert und so weiter. Physicals mit dem Doktor machen und alles auschecken. Und dann schauen wir weiter. Weil dann weiß ich nicht, ob ich jetzt dann dort bleibe und dann einfach dort trainiere, ob ich dann wieder zurückkomme. Ich meine, für mich ist Chicago an und für sich die zweite Heimat, weil alle meine Freunde dort sind, da habe ich 3 Jahre lang gelebt. Alle meine Freunde sind super ecstatic, weil sie bei den Bears spielen, weil das ihr Heimatteam ist. Und meine Highschool ist neben dem Bears Facility. Ich sage jetzt wirklich neben, weil ein Feld, dann ist ein Hügel und dann ist das Bear Facility. Es ist wirklich lustig, wie das passiert ist, dass die Bears wirklich einfach neben uns waren die ganze Zeit und das ist das Team, wo ich jetzt hingehe. Also das freut mich schon und ich möchte, wie gesagt, ich möchte dort bleiben. Ich möchte die Facility ist, was auch immer sie mir providen können, mit Weight Room, Staff, Treatment, Physical Therapy, Nutrition und so weiter. Das wird nach dem Minicamp, wird das,
wahrscheinlich passieren. Und dann im Juli, es ist glaube ich dritte Juliwoche, reporten wir dann zum Camp. Und also die Rookies eine Woche vorher und so weiter. Die Rookies eine Woche vorher, dann machen wir Camp. Und dann ist das wirkliche Camp, kommt da, startet dann Ende Juli. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Finale haben wir damals gegen Deutschland gespielt und das Ding knapp gewonnen. Da war auf der Gegenseite ein Mann, einer der St. Brown-Brüder, der Amon Ra, gegen den du gespielt hast. Am College jetzt, glaube ich, wieder gegen ihn gespielt hast, weil der war bei USC. Jetzt ist er gedraftet worden in der vierten Runde von den Detroit Lions. Jetzt ist er wieder in deiner Division. Stalkst du ihn oder er dich? Und wie gut kennst du euch? Ich kenne den Amon Ra, also kennen tue ich. Ich kenne ihn. Ich habe wirklich noch nie mit ihm geredet. Ich habe eher mit seinem Bruder aus Cybersphere geredet, weil er ja einer meiner Teammates war. Der war dann auch damals in Deutschland mit uns, hat gegen uns auch gespielt, wenn ich mich korrekt erinnere. Und ja, also mit dem bin ich halt gut gefreundet. Wir haben auch immer Deutsch geredet, weil es lustig ist, wenn die anderen dich nicht verstehen im Lockerroom. Ja, aber ich an und für sich, weil eben der Amon Ra und der Osiris nicht wirklich nichts mit meiner Position zu tun haben. Also wenn der den Ball fängt, werde ich ihn wahrscheinlich nicht fangen können. Also ein bisschen schneller als ich. Also ja, es ist cool zu sehen, dass er es geschafft hat. Und ich habe mir gedacht, er würde früher gedraftet werden, aber es ist, glaube ich, ein Stil im Draft und er wird sich sehr gut antun. Er hat sich auch ein bisschen geärgert darüber. Wie war es denn bei dir eigentlich? Hast du jetzt die Freude, da genommen zu werden? Du hast ja gesagt, in der sechsten Runde hast du schon gewusst, dass du da hingehen kannst. Größer als der Ärger, vielleicht jetzt nicht gedraftet worden zu sein, weil das wäre zum Beispiel auch ein geldmäßig dann deutlicher Upgrade gewesen. Ich meine wirklich, in der sechsten, siebten Runde ist das geldmäßig relativ wurscht. Also das richtige Geld verdient man im zweiten Vertrag. Es ist, was es ist. Ich bin einfach nur froh, dass ich es geschafft habe. Es ist besser als gedraftet zu werden und dann keine Chance. Bei einem Team gedraftet, nur mein Buddy im Camp zu sein, dann habe ich nicht wirklich eine Chance, das Team zu schaffen, wo bei den Bears bin ich. War ich der Erste für sie und der ihr Lieblingsspieler für Defensive End. Also ist mir war es relativ egal. Es ist immer schön zu sagen, also ich wurde gedraftet, aber sechste Runde, siebte Runde ungedraftet ist wirklich das Gleiche für mich. Michi hat jetzt eine halbe Stunde lang seine Bears-Krawatte gesucht und offensichtlich gefunden. Servus. Michi, magst du gleich oder soll man dabei weitermachen und du probierst es? Ja, nein, ich wollte nur, also ich war die ganze Zeit eh schon dabei, nur der gute Computer hat irgendwie verhindert. Die Bears-Krawatte habe ich schon vorher gehabt. Sozusagen eine präsidiale Fanware für den Thomas. Herzliche Gratulation, Thomas. Es ist ja wirklich eine Freude, sozusagen die Burm zu sehen, wie sie groß werden und wie sie da in die NFL hineinwachsen. Thomas war ja schon, ich glaube, 2012 in Texas warst du schon dabei oder dann erst 14 in Kuwait? Ja, 2012 war ich in Texas, dann bin ich rübergegangen nach Lake Forest. Da ist mein erstes Spiel gewesen während der Junior EM. Also habe ich gesagt, ich kann das leider nicht machen, das ist wichtiger im Endeffekt, obwohl ich gerne einen Europameistertitel gewinnen würde. Aber den habe ich dann in 2015 gewonnen. Genau. Na, coole Geschichte. Wir freuen uns alle total. Aber jetzt lasse ich die anderen mal wieder fragen, bevor ich dann vielleicht nochmal einhacke. Mag noch jemand etwas fragen, der noch nicht zu Wort gekommen ist? Aha, okay. Philipp, da musst du dich noch gedulden. Dann machen wir mit dem Johannes Bauer mal weiter. Bitte, Johannes, Laola 1. Servus, hallo. Das Stichwort, deine Division ist schon gefallen. Wenn ich richtig informiert bin, bist du Fan der Green Bay Packers, oder? Wie lässt sich das mit einem selbst vereinbaren, da bei den Bears zu spielen? Ja, ich sage, ich bin ein früherer Fan von den Green Bay Packers. Also ist es, ich bin jetzt ein Bears-Fan. Das, so funktioniert das. Und es ist
Es ist auch so, und ich freue mich dann schon auch gegen die Packers zu spielen. Und gegen Spieler wie Aaron Rodgers. Leute, die ich für fast das ist wahrscheinlich 10 Jahre, für die ich die schon 10 Jahre lang bewundert habe. Und ich könnte jetzt wirklich, ich könnte jetzt einen von denen, den Tom Brady, Aaron Rodgers, einen von den großen Namen. Ich merke auch schon das Selbstvertrauen, dass du das Team schaffst, das ist ja da. Du hast schon viel mit dem Coach geredet. Das heißt, du wirst auch viel über die Ausgangssituation wissen. Wie würdest du die einschätzen? Wie steht es um die Konkurrenz? Und was wirst du da wirklich im Camp höchstwahrscheinlich bewältigen müssen, um von dir überzeugen zu können? Also, was ich weiß, ist, dass wir hatten sieben Defensive Linemen haben wir am Roster gehabt schon. Haben wir einen gedraftet, einen Nose, das hat nichts mit mir zu tun. Und dann haben wir zwei Defensive Ends, undrafted Free Agents. Mich und einer von Stony Brook. Der von Stony Brook mache ich mir eher weniger Sorgen. Ich fühle mich einfach, dass ich gegen die Konkurrenz, gegen die ich gespielt habe, bin ich einfach am besten vorbereitet. Ich habe gegen First Rounders, also Penesul, Rashawn Slater, habe ich gespielt, habe ich mich auch gut gegen die angestellt. Ich habe gegen den Penesul habe ich wenig gespielt und da habe ich nicht wirklich welche Opportunities gehabt, gegen ihn wirklich viel zu rushen oder weil ich auf der anderen Seite gespielt habe in dem Spiel. Aber ich habe gegen Rashawn Slater gespielt und da habe ich zwei TFLs gehabt. Mehrere Tackles und so weiter, und da habe ich 20 Spielzüge gespielt. Also, ich fühle mich gegen die Konkurrenz, die ich gespielt habe, fühle ich mich sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon, das dann wirklich aufs Tape zu bringen und dann zu sehen, wie haben wir den, wie wurde der übersehen im Draft. Thomas, ich würde gerne nochmal also ein bisschen zum Anfang zurück. Bei dir hört man sehr raus, diese Zielstrebigkeit, wo du hin willst, was du alles erreichen möchtest. Was ich mich frage, und ich glaube, ich weiß die Antwort sogar schon, kannst du diesen Moment trotzdem für dich auch genießen und wertschätzen und jetzt auch unabhängig von dem, was noch kommt, sagen, hey Scheiße, es ist schon sehr geil, was da jetzt gerade passiert und was ich erreicht habe. Gibt es den Moment bei dir, dass du zumindest mal kurz in dich gehst und sagst, cool, dass ich das geschafft habe, so weit schon mal? Ich möchte gerne den Moment genießen, aber dann kommt die Gedanken, so, okay, ich habe jetzt wird's ernst. Sind dann wirklich meine Gedanken dort, was ich noch machen kann, dass ich in bester Shape bin, dass ich, wenn ich dann bei den Bears bin, dass ich dann wirklich zeige, was ich kann. Und es ist schön, dass ich erster Österreicher bin, der es nicht dieses PATH-Programm unterschrieben hat mit einem Team. Es ist cool und so weiter, aber es ist halt ein sehr fliehender Moment. Es war sehr schön, hat mich gefreut und dann war es okay. Was ist als nächstes? Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich mich komplett freuen werde, ist, wenn ich den Anruf bekomme, dass ich ihn mit einem Coach, dass sie sagen, okay, du bist am Team, du bist der, du bist einer unserer Rotational Players oder du bist der Starter und so weiter, dann werde ich mich wahrscheinlich wirklich freuen. Aber bis dahin ist es für mich Kopf runter und arbeiten. Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Bears von allen Geschichten, die du auch jetzt schon erzählt hast. Zum Beispiel, dass sich die Coaches kennen, dass das System so gut passt, dass die Facility so nah an der Highschool da ist. Es hat von außen so ein bisschen den Eindruck, als wäre es meant to be. Also, dass du bei den Bears landest, dann noch diese lustige Side-Story mit den Packers, hast du irgendwie im Vorfeld schon mal perfekt zusammen, oder? Ja, es ist wirklich lustig, wie das alles zusammen und wie klein die Welt wirklich ist, dass ich jetzt zurück nach Chicago bin und nicht einmal
nicht einmal die Straße runter von meiner Highschool bin. Ich bin jetzt wieder im selben Ort, im selben Gebiet, im selben kleinen Waldviertel, wo ich da bin, und dann das mit den Packers natürlich. Ich habe immer das sehr genossen, ein Packers-Fan in Chicago zu sein, damals. Weil ich und jetzt, dass ich ein Bär bin, das ist, macht es noch besser. Und es ist einfach, dass der Coach, der D-Line-Coach, dass die Bears die perfekte Defense für uns laufen, dass der D-Line-Coach mit meinem Coach sehr eng befreundet ist. Das ist einfach, das zeigt einfach, wie eng die Football-Community wirklich ist. Dass man so viele Leute trifft und dass man die überall wieder trifft. Zum Beispiel, ich habe jetzt, wo ich trainiert habe in der Offseason, habe ich mit dem USC Offensive Guard Elijah Vera Tucker, haben wir die ganze Offseason haben wir zusammen jetzt trainiert. Also bis zum Draft haben wir zusammen trainiert. Und deswegen, wir haben jetzt 3 Jahre lang gegeneinander gespielt. Ich habe ihn noch nie angesprochen, nicht mehr gewusst, wer er ist. Und dann trainieren wir und sagen, wir kennen uns an und für sich schon seit über 3 Jahren. Thomas, dann, ich hoffe, es ist okay. Eine Frage hätte ich noch zu dem Thema, du hast vorher kurz auch angeschnitten. Bei jeder Gelegenheit, die sich ergibt, sagst du auch gerne, dass du Österreicher bist, dass du aus Wien kommst, stolz darauf bist, aus Österreich zu kommen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie zeigst du den Menschen vor Ort, dass du Österreicher bist? Was gibst du da von dir? Ich komme aus Österreich. Und es ist generell, die Frage kommt auf, gesagt, was ist dein Akzent? Woher kommt der? Weil es ist nicht ganz deutsch, aber es ist schon in dem Bereich. Also die Leute, die einen deutschen Akzent kennen, verstehen das. Und das immer die lustige Absprache ist, wenn ich nur kurz Shaw geredet habe. Ich sage, das ist wie als wäre ich in einem Terminator-Film. So klingt das. Das ist generell, ich sage einfach, ich bin aus Österreich, in Wien, die sagen, ich war in Österreich, dann reden wir über wo immer sie waren, oder Arnold ist aus Österreich, und sagt, ja, meine Oma ist aus dem selben Bereich, wo er ist, in der Steiermark, und es ist, ja, es ist halt immer, sobald ich Österreich sage, sind alle Leute schon so, oh, Österreich. Vor allem in Kalifornien mit dem Arnold Schwarzenegger. Ja, ich würde den Thomas noch gern was fragen wollen. Du hast ja mit 12 oder so, glaube ich, begonnen, bei den Mödling Rangers zu spielen. Wann ist in dir die Liebe zum Sport, sage ich mal, so groß geworden, dass du gesagt hast, mein Ziel ist es, in die NFL zu kommen? Oder war das nur so Step by Step? Das große Thema war wirklich die Junioren-WM in Texas. Als wir dort waren, das Longhorn Stadium und so weiter, da waren wir in der Pressbox und da schaust du dir mal das Stadion an und ich dachte, holy, das ist Football, das will ich machen. Und das ist wirklich der Moment gewesen. Ich stehe vor dem Stadion. Wollte ich zu dem Gift Shop gehen und ein paar Presents kaufen und so weiter. Stehe ich vor dem Stadion, schaue auf und ich sehe 120 Meter Betonwand. Und das ist ein Stadion. Das ist 100.000 People passen da rein. Das ist nur ein College-Team. Das sind über 128 Major College-Teams. Und das möchte ich machen. Was ist der erste Schritt? Mein Cousin Felix war in LA auch, in meiner Highschool, hat mich zum Coach vermittelt. Der hat sich gedacht, 15 Jahre, 2 Meter groß, nehmen wir, danke. Und dann ist es einfach so weitergegangen. Also es war, hat sich wirklich da in Texas, nach der EM, wollte ich wirklich... Ich habe schon vorher hab gesagt, oh, ich möchte jetzt, habe ich in die Südstadt gewechselt für ein Jahr. Und das war schon im Laufe.
bevor ich zur WM gegangen bin, aber dann bei der WM gesagt, ich möchte jetzt nach Amerika gehen. Und dann war ich in der Switch 7 Jahr, habe mich ein bisschen aufgepumpt und dann bin ich nach Amerika gegangen, wo sich das dann halt alles weiterentwickelt hat. Ich wollte mich noch bedanken beim Thomas für seinen Einsatz, für seinen Ehrgeiz und auch für die Vorbildwirkung, die er hat für alle Junioren, die wir in Österreich haben, weil sie einfach sehen, durch harte Arbeit, durch Ehrgeiz und durch Zielstrebigkeit ist es möglich. Das heißt, die USA sind ja das Land, wo alles möglich ist, der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Stück davon hast du praktisch jetzt auch nach Österreich gebracht. Du hast es vorgelebt, du hast es vorgezeigt, du bist diesen Weg gegangen, den vor dir quasi nur ein Österreicher, der aber dann Amerikaner geworden ist, gemacht hat, nämlich Ray Wershing, der als Fünfjähriger ja mit seinen Eltern hinübergegangen ist, der auch College gemacht hat etc., undrafted war, genauso wie du, aber dann auch zwei Super Bowls gewonnen hat. Und diese Wünsche begleiten uns, begleiten dich sozusagen. Auch du mögest möglichst rasch natürlich in einem Super Bowl stehen und diesen auch gewinnen. Und bleib uns verbunden, bleib ein Vorbild sozusagen für unsere jungen Spieler in Österreich. Ich hoffe, wenn du wieder mal da bist, dass wir dann auch Gelegenheit haben, dich ein bisschen zu connecten, dass du quasi ihnen auch ein bisschen den Weg zeigen kannst, eben wenn man daran glaubt und wenn man auch dedicated ist und hart arbeitet, dann kann man es schaffen, weil damit würdest du auch beitragen, Football Österreich besser zu machen. Natürlich auch Sandro und Bernd sind jetzt ein bisschen die anderen Beispiele, aber da ist das Player Pathway Program sicherlich der etwas einfachere Weg derzeit, auch wenn sie sich jetzt dann genauso beweisen müssen. Du bist sozusagen den langen, harten Weg gegangen. Du bist der erste Nicht-Kicker, der es auf diesem Weg geschafft hat, dort hineinzukommen. Und da hat es auch nur einen vor dir gegeben. Dazu nochmal herzliche Gratulation. Ich finde das super geil. Wie gesagt, die Chicago Bears Krawatte habe ich schon umhängen. Ich habe ja zufällig die ersten Super Bowl, den Super Bowl, den die Bears gewonnen haben, 1986, war das der erste Super Bowl, den ich gesehen habe. Also auch hier schließt sich wieder ein schöner Kreis. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Verletz dich nicht. Bleib jetzt verletzungsfrei. Ich glaube, du hast genug gehabt in den letzten 5 Jahren von Autschis, Wehwehchen und Rückschlägen. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt, so wie der Terminator. Und du sprichst aber wesentlich besser Englisch als er. Obwohl du kürzer drüben bist und man hört es wesentlich weniger, dass du nicht aus den USA bist, als beim guten Arni. Danke, Finde. Einmal Thomas, herzliche Gratulation von der gesamten Rangers Family für ja, die grandiose Leistung. Anekdote von früher, ich kann mich noch vielleicht auf ein Spiel eines seiner letzten, glaube ich, erinnern, gegen die Graz Giants, wo er gerade in einer mächtigen Wachstumsphase war und er ist ja keinen Spielzug ein bisschen zurückgenommen, sich selbst. Und da war er 2-3 Mal dann angeschlagen am Feld und wir haben ihn mit ein bisschen Unterstützung zur Sideline gebracht, aber 2 Spielzüge später ist er schon wieder am Feld gestanden. Also er war eigentlich nicht wegzubringen und anscheinend hat dieser Ehrgeiz, den er damals schon hatte, ihn dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Und ja, die ersten Schritte hat er gemacht, weit weg von irgendeinem Gedanken. Er und sein Bruder, der Simon, waren immer die Anker in der Defense Line, waren 2 tolle Burschen damals. Und wie gesagt, ich kann ihm nur gratulieren von meiner Seite und von Seite der Rangers Community. Alles Gute, Thomas, und du magst es schon, wie du es bis jetzt gemacht hast. Also da vielen Dank, Gerhard. Es ist immer schön. Es ist lustig gewesen, wie es passiert ist, dass der Felix gespielt hat. Dann hat er mich mal vorbeigebracht. Dann habe ich einmal in der Woche trainiert für ein paar Wochen und dann irgendwann mal ist es dann weitergegangen. Und dann auf einmal habe ich hier, dann auf einmal ist es Rangers, Nationalteam, Amerika, es ist einfach weitergegangen. Es ist die Laufbahn ist wirklich faszinierend, also verrückt, wie die Welt funktioniert. Ja. Also ich hau jetzt noch was rein. Wenn du in den Kader kommst und es dann Shirts von dir gibt,
dann wirst du eines der ersten Shirts, das wäre tolle Geste, sozusagen mit Autogramm versehen und den Rangers sozusagen für ihre Historie übermitteln. Das wäre cool. Ja, ganz sicher.